Ah, da unten ist ein Hebel, sehe ich. Aha, ein Hebel. Arschbombe. Ja. Wahrscheinlich sterbe ich jetzt. Meinst du? Ah, ich erkenne das Lösung. Ja, Deutsch ist auch ja meine Favorite. Das Rätsel der Lösung. Das Rätsel der Lösung. Also so langsam muss man echt denken bei dem Spiel, das macht mir Angst. Vor allem, weil mir das so nichts bringt. Ja, du musst höher. Du brauchst mehr Wasser in den Ding. Wie kriegst du da mehr Wasser hin? Wenn ich das andere drüben wieder zumach. Nee, Quatsch. Warte mal, das muss ich mir nochmal angucken. So mach es, ich muss mehr Gewicht reinkriegen, dann ist Wasser höher. Nee, du musst zumachen. Was, das andere hier? Oder du kannst einfach, ja, es geht so schnell, dass du dann schon gar nicht mehr, du musst, entweder musst du zumachen oder, den Hebel ziehen. Nee, pass mal ob. Wenn ich jetzt so mach, und dann reicht's ja hier noch, um da hochzukommen, sehe ich doch richtig, oder? Ja, aber wenn du es runter machst. Pass auf, wenn ich jetzt das unten runter mache, dann kann das Wasser nicht hin und her fließen und dann wird es auf der rechten Seite höher. Vielleicht habe ich doch aufgepasst. In Physik. Manchmal. Hattest du Physik? Ja, allerdings hatte ich. Wie lange? Bis zum bitteren Ende. Bis zum bitteren Ende? Ich habe es zwar nicht in der Hauptschulprüfung gemacht, aber ich hatte es bis zum Ende. Ich habe es ja abgewählt. Also wieso das denn? Jedenfalls, ich habe es ja versucht. Abzuwählen oder du hast das Fach versucht hinzukriegen? Ja, versucht abzuwählen. Aber ich war so gut, die wollten mich. Die wollten mich nicht gehen lassen. Ja, Gehirnschnecke. Ich will nicht die Gehirnschnecke. Ich habe nicht so ganz gerallt, wie ich die Richtung wechseln kann. Das wirst du schon merken. Und jetzt Brainfuck. Auf ins Verderben. Ja, die sind fies. Die sind fies. Moment, ich habe da so eine Idee. Ich habe da mal was vorbereitet. Eine Gehirnschnecke im Ofen. Wow, wow, wow. Okay, ich habe es doch nicht gerafft. Vielleicht, wenn ich fester auf die Tasten drücke. Nee, du kannst, also der sagt dir jetzt links und dann kannst du nur noch links gehen. Ja, ja. Das heißt, ich sollte von vornherein nach rechts laufen. Ja, aber rechts kannst du nicht mehr. Ja, und nach links? Ja, du kannst nur noch nach links. Wenn du nach rechts drückst, geht er halt langsamer nach links. Und wenn du nach links drückst, geht er schneller nach links. Wisst ihr? Und das bringt mir jetzt genau was? Du musst die Kiste mitnehmen. Und wie soll ich das schaffen, wenn das Ding von vornherein nach links läuft? Ja, dich beeilen. Aha. Nee, noch ein Stück weiter. Du musst halt dann da hochspringen. Weil du kannst ach, ja. Ich muss ja ganz. Ach, ich muss wieder ganz ja nicht in die andere Richtung. Also, du hast ja jetzt hier gehirnschneckig nur nach links. Zip und dann? Nee, ist der doof. Sieht fast so aus. Ja. Wow. Hallo? Wo ist das Gewitter? Ja, gehirnschneckenmäßig bist du jetzt hier ordentlich unterwegs. Ja, yes, ich. Du hast nur noch nicht so viel Ahnung wie und wo und was, ne? Korrekt. Ich habe nur gerafft, dass das Wasser steigt bisher. Ja, das Wasser steigt. Was wirst du jetzt tun? Sterben wahrscheinlich. Ja, dann musst du wieder hochklettern. Ja, aber von oben komme ich nicht weiter. Wenn du rüberspringst? Dann bin ich drüben. Ja, jetzt bist du sowieso im Wasser und aufs Maul gefallen. Hast du immer noch nicht gemerkt, was die Gehirnschläge tut? Ja, außer ab und zu mal die Richtung wechseln. Nicht oh, wirklich. Der PC ist wieder zu warm. Die wechselt eins mal die Richtung. Ja, weißt du auch wann? Wenn ich am Ende von irgendwas angekommen bin? Ja. Keine Ahnung. Ja, die sieht das. Hallo, oder ist mit? Nein, sag an, erklär's mir. Nein, du musst es schon selbst merken.
jetzt habe ich verloren. Ach, im Licht. Aha! Ja, dadurch weiß ich aber trotzdem nicht, wo ich hin muss. Das war knapp, das war blöd. Ja gut, aber ja, bringt mir ja trotzdem nichts, oder? Weil ich weiß ja nicht mal, wo ich hin muss. Ich meine, guck, hier gehe ich jetzt da und dann leuchtet's und dann läuft's in die andere Richtung. Ja, genau. Dann überleg mal, wo das Wasser steigt. Wenn das Wasser steigt, brauchst du was? Was schwimmt. Genau. Was hast du, was schwimmt? Karton. Richtig, musst du dir holen. Aber nicht so. Meinst du? Nee, so geht das nicht. Du musst schon auf die Leiter springen, ins ja, Wasser. Ja, 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 das Gefühl hatte ich auch. Kurzzeitig. Ich trinke noch etwas Saft. Der gute Saft. Los, lauf in die andere Richtung. Schneller. Gehirnschnecke. Ja. Wieder gestärkt. Kann noch labern. Ich bin ja hier ordentlich am Schwätzen, glaube ich. Ja, ich bin hier ordentlich am Konzentrieren. Das heißt, das ist schon deine Aufgabe, dass du hier das Geschwätz übernimmst. Ja, ja, ich bin ja auch dafür da, dass die Unterhaltung hier nicht in die Knie geht. So, und ich versuche mal in das Rohr da irgendwie rein zu fliegen. Ich habe so das Gefühl, ich habe gerade voll Scheiße gebaut. Oh, Entschuldigung. Die Kiste schwimmt nicht! Oh, die Kiste schwimmt nicht! Was machst du jetzt? Spring rüber! Do it! Ins Wasser! Spring! Da! Da! Da kommt was! Ah! Siehst du, warum lässt du mich dann die Kiste schleppen? Weil ich dich verarschen wollte oder weil ich selbst nicht besser wusste. Ich tippe auf Letzteres. Du hast da so gegrinst, als du das gesagt hast. Nein! Ich hab nur so getan. Wir sollten wir sollten uns eine Kamera zulegen, dass wir filmen können, wenn wir aufnehmen, weil dann können die Leute entscheiden, ob du das jetzt fies gemeint hast. Ja, aber im Moment ist es dunkel, mein Freund. Ja, dafür gibt es elektrisches Licht. Ups. Ich trinke auch noch einen Schluck. Ja, während du hier an der Leiter hängst, ich meine, das ist schlecht, weil das Wasser steigt. Ja, eben. Ja, du musst doch in die andere Richtung, ne? Weil du nicht in die andere Richtung springen kannst, weil die Hirnschnecke auf links gepolt ist. Sag das vorher. Hirnschneckenpower! Mann, du bist die ganze Zeit rübergerannt und wieder zurück und hast nicht gerafft. Und jetzt denkst du so einfach, oh, ich kann nach links. Ich muss in der rechts. Ja, weil ich weiß, ich verwechsel dieses Zeug immer. Ja, du hast auch so eine Links-Rechts-Schwäche. Rechts-Links-Schwäche? Wie auch immer. So ja, genau. Schwäche. Ich vertausche. So ein Idiotenfehler. Ja, bin ich ja auch. Ja, du bist wirklich ein einziger Idiot. Wenn ich sonst schon alles kann, aber nicht wissen, wo rechts und links ist. Ja. Aber ich weiß, wo oben und unten ist. Das verwechsel ich nicht so oft. Ja, das da tut auch die Schwerkraft ziemlich was dazu beitragen. Ja, kann man sich dran orientieren. Dass man das nicht vergisst. Es gibt ja auch keine Rechts-Links-Kraft oder so. Gott sei Dank. Das wäre noch komplizierter. Es zieht mich nach links. Ah, es zieht mich recht. Ja, stell dir mal vor. Ja, genau so wie jetzt hier gerade. Hier, Gehirnschnecken-Power. Ja, vor allem stell dir mal vor, du hast dann zu viel Milch getrunken und dann gibt es noch Kräfte, die dich nach links und rechts ziehen. Vielleicht gleicht sich das ja auch aus und dann merkst du gar nichts mehr. Das ist natürlich auch so eine Möglichkeit. Oh, 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 oh. Ach, ich kann, der bleibt ja gar nicht stehen. Zombie-mäßig in die Stacheln gerannt. So, Attempt Nummer... Weiß ich nicht. 7? Ich glaube, fast. Könnte hinkommen. Weißt du, dass mir warm ist? Weißt du, mir auch, ja. Meinst du, du willst jetzt da hoch und dann machst du mal eine Pause? Ja, dann machen wir mal eine Pause und roppen mal das Fenster auf. Ja, und dann gucken wir mal, ob du noch weiter Bock hast. Oder ob wir später weiter aufnehmen. Vielleicht kommt das ja auch sauschlecht an, weil dein... Ja, wir probieren es einfach mal aus. Dein Gezocke ist ja... Schlecht. Schlecht. Außerdem spielen wir schon wieder ein unaktuelles Spiel, was schon 1000 andere Leute gespielt haben. Ja, da guckt uns eh keiner zu, von daher ist es auch egal. Kann man auch schlecht zocken. Ich glaube, ich muss üben für Dark Souls. Was musst du üben? Ja, muss ich mal ein paar RPGs spielen. Ich spiele ja sowas nicht. Ja, ich auch nicht. Ich würde sagen, wir gehen da einfach beide vollkommen unvorbereitet rein. Ja, dann ist es ja wieder ein Let's Fail. Ja, hast du was anderes geplant? Ehrlich gesagt... Nö, ja, nö, aber nö. Nö, ja, nö. Nee, nee. Wird schon. Also es wird auf jeden Fall lustig. Hey, ich hab mein Gehirn zurück. Kannst du wieder selbst entscheiden, wo du hingehen willst. Oh, das ist mir zu kompliziert mit so einer Gehirnschnecke.
Achso, ja, wollen wir dann jetzt mal hier Lüftepause machen? Alles klar, wir machen eine Lüftungspause und sind entweder gleich wieder da oder später. Viel später oder gar nicht. Wir werden's sehen. Lasst euch überraschen! In diesem Sinne, tschüss vom Fried. Ja, und der Heinz trinkt jetzt mal noch was. Ich brauche noch Saft. So. Ja, tschüss.